Messi oder Ronaldo? Ja. Also ich habe, oh, Cristiano Ronaldo habe ich auch schon mal getroffen. Hast du Cristiano Ronaldo schon mal getroffen? Nee, ich habe noch nicht Cristiano Ronaldo getroffen. Cristiano Ronaldo habe ich getroffen, als er noch bei Real Madrid gespielt hat. Da habe ich Toni Kroos besucht und da waren wir nach dem Spiel. Dann, red nicht weiter, Kai. Aber das ist cool. Wir haben auch ein Foto gemacht. Und interessanterweise hat dann jeder gesagt, ich wäre im Wachsfigurenkabinett gewesen. Weil er so perfekt ausschaut. Ja, weil er so unreal ausschaut. Okay, wenn ich jetzt schon hier bin, ich muss dich noch ausnutzen. Wie hat er gerochen? Gut. Ja, wie war seine Aura? Also sehr, also super nett. Also das ist ja auch das, wenn du irgendjemand fragst, der mehr mit ihm zu tun hat, ne, sagen alle, ein super netter Zeitgenosse, super lieb mit Kindern, ist auch jemand, der eher zurückhaltend ist, ja, und ist am Ende auch ein absoluter Vollprofi. Boah, ist das geil. Also ich könnte, also wirklich, wenn ich gönne immer wirklich jeden alles, aber dieses Foto, das gönne ich dir nicht. Weißt du warum? Ich weiß, was ich für Berge viel versetzen würde, um da ein Foto zu bekommen. Ja, das kann ich dann nochmal raussuchen, das habe ich doch bestimmt noch hier irgendwo. Und wer ist jetzt besser? Ronaldo oder Messi? Ich bin dann eher ein Fan von Messi als Spielertyp. Ja. So, hier. Kannst du es nachvollziehen mit der Wachsfigur? Ja, aber er sieht halt einfach so brutal geil aus. Guck mal, kann ich es zeigen? Ja, klar. Guckt euch die zwei an, ob. Mach mal so, ja, so. Ja. Also ich würde, das ist mein Ziel. Okay. Das ist mein Ziel. Also das ist was, worauf ich hinarbeite. Und ich will nächstes Jahr zur EM, will ich hin. Okay.